Willkommen zurück zu einer neuen actiongeladenen Folge Bigfoot am Meer schlabber die Nudel. Ja, das ist das Meer schlabber die Nudel. Das sind nämlich immer reiche Filipinos, die sich gegenseitig die Nudel schlabbern. Das ist ja ganz angesagt. Das Milzmeer? Das Milzmeer. Die haben Milz ins Meer geworfen und deswegen ist Bigfoot ein bisschen aggressiv geworden. Alter, was ist passiert? Bigfoot hat in die Falle gelangt. Wir haben auf jeden Fall den Spielstand geladen und irgendwie war er auf einmal ziemlich kaputt. Ziemlich kaputt. Nee, wirklich jetzt. Also, wir haben nichts gemacht. Der ist in irgendeine Falle rein. Der muss in irgendeine Falle fies reingelangt haben. Während wir weg waren, hat er sich eine Masturbationsverletzung zugezogen. Was ist hier los? Tiere. Bösartige Tiere. Ja, aber ihr sind überall noch Fallen. Welche Falle hat denn der reingefingert? Ich muss auf jeden Fall ein Medikit nehmen. Hast du überhaupt noch ein Medikit? Ich hab null. Ich habe keine Wurst mehr in der Hose. Das war mein letztes Jahr. Da müssen wir nochmal hoch zum Camp oder so. Da sind ja noch welche. Stimmt, oben beim Camp. Werden wir den Bastard in dieser Folge erledigen? Ich hoffe doch. Werden wir das Ende heute sehen? Ich habe eine neue Technik gelernt oben in der Schweiz. Mit den Knusperbacken? Die haben gesagt, du kannst die Falle verdecken. Gehst du aber geht das wirklich? Also die Leute haben geschrieben, ihr Idioten, ihr müsst die Falle verdecken. Warte mal, hier ist noch eine Falle in der Nähe. Wir sind doch ganz nah bei einer Falle. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Moment, ich nehme jetzt hier noch einen Zweig. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, man darf nicht springen. Ich bin erstmal schön über die halbe Karte geflogen. Ja, ja. Don't jump. Scrub Tip Number 7. Nicht springen. Das war die Strandfalle, ne? Ja, ich glaube, liegt die am Strand? War das nicht die Muschel, die du da irgendwo an den Strand gelegt hast? Strandfalle? Kleine Strandmuschel mit einer Badenixe drin. Die würde ich mir sofort holen, wenn ich Bigfoot wäre. Ja klar, vor allen Dingen, wenn man so einsam ist und haarig. Aber da hast du auch Zweigfoot? Okay, kannst du hier irgendwas machen? Alter! Oh. Jetzt verstehe ich endlich alles. Wie hast du das gemacht? Einfach geäht. Er hat geäht. Oh, die E-Taste, ey. Die E-Taste. Mein Leben ergibt endlich Sinn. Aber wir müssen jetzt unbedingt hoch zum Camp Spedicy, ne? Sechs Schuss. Ja, da müssen wir zum Camp Spedicy. Da können wir jeder nochmal eine Salami aufheben. Im Notfall gebe ich dir meine. Die alte, ranzige, kleine Mini-Salami, die Capanossi, die du schon seit Jahren in deiner Hose mit dir rumträgst. Naja, das reift. Eine reife Capanossi ist nicht zu verwehren. Capanossi. Was denkst du, wenn wir ihn haben, was machen wir mit ihm? Wo ist denn dieses Camp? Das ist ja auf der ganz anderen Seite der Karte. Auf der anderen Seite, ja, ja, ja. Wenn wir ihn haben, einmal rüber. Dann werde ich auf jeden Fall mal seinen Pelz schlecken. Wir dürfen jetzt eigentlich auch gar keine Tiere mehr erschießen, oder? Tiere schießen doch jetzt eigentlich auch verboten, weil wir ja nichts mehr haben. Ja, wir haben keine Munition mehr. Wir haben ja nichts mehr. Wir werden auf jeden Fall richtig am Arsch. Psst. War da was? Nein, das war ich. Nein, nein, nein. Ich meine, da war eben so ein Brummeln in der Ferne. So ein hat da eben in der Ferne jemand nicht gemacht. Ey, warte, bis du Salami hast. Doch, da ist doch was, oder? Ich glaube, wir werden beobachtet. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden beobachtet. Bigfoot beobachtet eh durchgehend. Durchgehend, ja. Was natürlich sein kann, ist, weil es wurde ja gepatcht, nachdem wir beendet haben beim letzten Mal. Dass sie Schaden draufgerechnet haben, den wir ausgeteilt haben? Dass sie überhaupt vielleicht das Damage Scaling verändert haben? Doch, wir werden beobachtet. Definitiv. Wir gehen in seine Richtung, glaube ich, gerade. Nein, nein, wir entfernen uns gerade von ihm. Ich habe das ist irgendwo hinten. Wir müssen auf jeden Fall uns eine Biffy holen, sonst vorbei. Ja, deswegen lauf. Ist Biffy nicht ein Putzmittel? Biff. Gibt's da nicht sowas? Ach, Biff, ja, Biff. Strahlender Glanz, keine Ahnung, irgendwie. Haben die irgendeinen Slogan? So einen catchy Slogan haben die nicht, oder? Biff, brennt im Auge, aber wirkt. Ja. Glaubst du, in der Hütte ist was Neues drin? Dass irgendwie uns so eine Weihnachtselfe den Strumpf vollgeschissen hat oder sowas? Ich glaube nicht. Wo ist denn eigentlich dieses Camp? Ja, ganz oben, ganz, ganz oben. Ganz oben rechts, oder was? Ganz oben rechts, ja. Da haben wir noch eine Kamera und eine Falle stehen. Nehmen auf jeden Fall Zweige und Dreck mit, ne? Ey, warte mal, ist die Falle weg? Er ist, glaube ich, in die Falle... Die Strandfalle ist weg, ne? Ja, er ist in die Strandfalle getreten. Er ist in die Strand... Nee, aber er hat keinen Schaden genommen. Doch. Echt jetzt? Ja. Sicher? Glaub schon. Dann lass uns doch die Falle hier auch mal bedecken. Ja, wir gehen jetzt auch noch zu der anderen Falle hin. Hä, wo ist die? Ach, auf der anderen Seite vom See oder was? Können wir eigentlich ins Wasser springen und er kommt dann nicht hinterher? Wir sollten zusammenbleiben.
Ja, dann komm doch mit, wo bist denn du? Ja, keine Ahnung, ich bin hier. Ich gehe Richtung Hütte gerade. Ich bin am Lake Schlabber die Nudel, ich gehe auch Richtung Hütte. Wenn er kommt, spring ich ins Wasser. Ja, aber ich glaube, der kann schwimmen. Meinst das du Fell echt? Zieht sich dann voll mit Wasser und dann bist du am Po. Wo bist du? Du stehst ja, bei mir auf der Karte grade, die ganze Zeit still. Nein, ich gehe gerade zur Hütte. Ey, bist du im Wasser oder wo bist du? Ich bin auf der richtigen ja, ja. Seite. Ja, ich sehe doch da hier so einen kleinen Mexikaner im Wasser. Hombre, hombre! Ich hab Genehmigung! Ein Schweizer, der Mexikaner ist, ist ein Schwätzikaner. Ein Schwitzikaner. Ein Schwitzikaner. Hast du getarnt oder was? Hast du getarnt. Ja, Mann. Geil, ey. Aber ich glaube, das ist richtig pissy. Ja, klar ist der pissy, Alter. Der ist super pissy. Hat jemand das Licht ausgemacht? Sparmaßnahmen. Ja, das geht immer aus. Das ist, wegen... Hä? Jetzt steht die Laterne auf dem Tisch? Ey, hier hat sich doch alles verändert. Die Laterne steht auf einmal auf dem Tisch. Was bringt denn das bitte? Ich sag doch, die Leute haben die Laterne wahrscheinlich nicht gesehen. Waren zu verwirrt. Jetzt aber der neu. Für dumme Menschen. Der geschwebende Sanitätskasten schwebt jetzt ein bisschen höher. Der geschwedete? Der geschwedete. Schwedensalami. Schwedensalami. So, wir müssen nach oben. Wo rennst du hin? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir machen vielleicht noch beim Hochsitz hier eine Falle. Naja, okay. Aber die Gefahr steigt. Hast du noch genug Energie für den Angriff? Ich hab über die Hälfte. Ich bin beim C. Ah. Okay, ich bin voll. Ich werde meine letzten 6 Schuss da reinballern und dann müssen wir hoffen, dass er irgendwo in eine Falle tritt. Na, ich habe noch 26 Schuss. Ah, boah. Kann ich dir Munition geben? Warte mal, bleib mal stehen. Willst du das echt hier in der Nacht prüfen? Wir prüfen das jetzt hier in der Nacht. Ja, es geht. Ja, stimmt, wurde doch auch gefixt. Hier, ich habe dir noch 5 Schuss noch gegeben. Nice. Lade ich mal durch. Aber das mag er nicht, diese Klickgeräusche. 10 und 11. Ich habe 10 und 1. Okay, perfekt. Dann können wir beide noch gut drauf semmeln. Wir müssen nur noch die eine Falle hier hinbiegen. Ich hab Stöcke. Soll ich die da drauf tun? Siehst du denn schon die Falle? Ja. Dann tun sie. Nice, ey. Können wir eigentlich in die Falle treten? Ey, ich probier's jetzt nicht aus. Okay, was denkst du, wo der andere Turm ist? Es gibt ja immer noch einen Turm. Boah, ey, keine Ahnung, wo der sein könnte. Der könnte überall. Wir waren ja eigentlich schon überall. Ich bin dafür, wir gehen jetzt erstmal zur Salami-Station hoch. Wenn die Salamis noch da liegen. Meinst du, hat jemand gegessen? Ich würde es ihm zutrauen. Ah, der muss in unsere Fallen treten. Dann findet er die wahre Salami. Er hat so wenig Leben. Aber wir auch. Ja, wir sind auch schon ziemlich an der Grenze angekommen. Es geht jetzt hier um Leben und Tod. Unten am Frozen Lake. Irgendwo hier müsste noch ein Ding sein. Noch so ein Jagdturm. Irgendwo hier in der Ecke. Meine ich. Einer fehlt weiß doch nicht. Noch. Haben die eine Bezeichnung, wenn man auf die Karte geht? Moment. Es Jagdturm 1, Jagdturm 3, aber wo ist Jagdturm 2? Der müsste doch genau hier in unserer Region sein, irgendwo. Hm. Oder hinten beim Biffy-Lager. Halt immer doof, den nachts zu suchen. Aber Biffy Kauf. Nachts findet man Dinge nur so aus Zufall. Das stimmt, ja. Aber was denkst du, wo er sich jetzt rumtreibt? Ich meine, wir haben keinerlei Bigfoot-Aktivität. Im Moment nicht, es piept doch keine Kamera. Ich habe noch 2 Fangeisen, aber 0 Fleisch. Wir müssen also auch irgendwas töten. Wie viel Fleisch hast du? 2. Na gut, dann müssen wir unsere Fleisch- und Fangeisenkräfte kombinieren. Fusion! Fusion! Ja, der eine hat das Eisen, der andere das Fleisch, der eine kann nicht schwimmen, der andere springt in den Teich. Was? Der eine kommt aus Köln, der andere aus der Schweiz. Ich komme gar nicht aus Köln. Und es schneit und es schneit. Aber vielleicht bist du schon mal in Köln gekommen. Das bin ich sogar wirklich, ja. Oh, du bist schon mal vorgekommen. Das ist schon passiert. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen und spritz, spritz. Wir sind ganz nah am Camp. Am Wurstcamp, Alter. Ich kann die Salami schon smellen. Malami. Das ist was anderes, was du da gerade riechst. Smellami? So ist doch meine erste Frau. Und es gibt noch eine Höhle. Noch eine gut versteckte, verborgene Höhle. Ja, das ist wahrscheinlich sein Masturbier-Cave und da dürfen wir nicht rein. Alter, der hat ja so wenig Leben. Ich glaube, der lässt sich jetzt auch irgendwie gar nicht mehr blicken. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt ziemlich die Hose voll hat.
Bis jetzt hat er uns danach immer abgeschlachtet, wenn du sowas gesagt hast. Leider ja. Ob jetzt aber da noch eine Knackwurst ist? Das sieht man nur in der exklusiven Sonderfolge. Da leben wir doch. Okay, wir sind beinahe da. Ja, Camp Biffy hier drüben. Hast du noch genug Stöcke? Okay. Ja, ich hab noch. Was? Wir haben es neu entdeckt. Wir haben es okay, neu entdeckt. Okay, das ist eine Salami für jeden. Ich weiß nicht, ob das Salami ist. Das könnte auch Hundescheiße sein. Die wird doch auch weiß. Naja, vielleicht. Ich meine, solange es nahrhaft und ergänzend ist, was? Also würdest du dir in einer Notsituation, wenn Bear Grylls es sagt, lecker weiße Hundescheiße rein? Wenn Bear Grylls es sagt, dann kann das nicht schlecht sein. Ja, aber was machen wir jetzt? Was ist der Plan, ihm den Rest zu geben? Ja, ihm den Rest geben. Todesstoß. Ja, aber wir haben seine Spur nicht. Ja, vielleicht brüllt er gleich nochmal. Darf nicht so ungeduldig sein. Das ist Jagd. Das ist nicht hier. Oh, guck mal, da sitzt er. Ja. Das ist das neue Call of Duty, was wir hier spielen. Eigentlich ist das Ganze ja hier total... Call of Footy. Da oben. Alles klar. Die Richtung. Oder? Ja. Eigentlich ist das hier eine knallharte Simulation, was wir da spielen. Call of Footy, ey. Was ist das denn? Also bis jetzt sehe ich hier gar nichts. Wir sollten auf jeden Fall immer so in Smell-Reichweite bleiben, weißt du? Dass wenn er dich smellt... Was? Was? Er kommt! Er kommt! Ah! Hast du ihn gesmellt? Ich habe ihn auf jeden Fall einmal angeschossen. Aua! Er hat mich schon wieder umgeworfen. Oh, verdammt! Er ist am Boden! Er ist am Boden! Gib ihm! Schieß! Ich stehe! Ich liege am Boden! Er hat mich! Er hat mich gepackt! Ich habe wenig Leben! Ich habe super wenig Leben! Wo ist er hin? Ich habe unnormal wenig Leben. Er ist wieder einfach durch den Stein. Okay, ich esse jetzt meine Biffy. Ich halte nicht mehr wirklich viel aus. Also Bigfoot gewinnt den Kampf hier gerade. Wow, wow, wow. Er muss in eine Falle rein. Er muss jetzt unbedingt in eine Falle rein. Oder wir finden die letzte geheime Superhöhle. Ja, aber wo könnte die letzte geheime Superhöhle sein? Er wollte nicht, dass du Feuer machst. Er ist hier der Brandschutzbeauftragte und du machst hier einfach ein Lagerfeuer. Vielleicht irgendwo über Kamera 2 oder sowas die Richtung. Wo ist denn Kamera 2? Ich neige schon dazu, mich in der... keine Ahnung, ich verbunker mich jetzt gleich in der Hütte. Und halte durch. Wir setzen uns einfach in die Hütte und warten, bis er in die Fallen tritt. Ja, haben wir eine andere Wahl? Aber dann müssen wir auf jeden Fall nochmal nach unten links die anderen Fallen auch tarnen. Haben wir unten rechts? Welche ist er noch nicht getarnt? Ja, warte mal, die Strandfalle ist weg. Jetzt ist nur die an der Hütte getarnt und die links neben der Hütte. Und die 1 ist nicht auch getarnt? Ja, sind wir doch runter. Nee. Nee, nee, ganz unten rechts, die meinst du, die ist noch nicht getarnt. Ganz unten rechts, ganz unten links. Wir haben hier Zahlen. Wir haben hier eine 1, eine 2, also die 4 ist getarnt, die 5 ist getarnt und die 3 ist getarnt. Genau, 4, 5 und 3. Die anderen beiden sind noch nicht getarnt. 2 und 1 fehlen noch. Vielleicht, ich würde behaupten, dass der letzte Jagdturm entweder irgendwo am Rand der Karte ist rechts oder dass wir dann noch eine Höhle finden. Aber da sind wir doch letztens hergepilgert, als du gesagt hast. Was los? Kamera, eine Kamera hat gepiept. Schnell auf die Kamera. 2 ist nix. 3 ist nix. Oh! Er liegt am Boden! Kamera 3! Er liegt am Boden! Kamera 3! Er ist tot! Wir haben es geschafft! Was zur Hölle? Was? Er wird abgeholt! Die klauen unseren Bigfoot! Ey, hallo! Er lebt noch, die Augen leuchten noch. Das ist ein Zeichen für Lebenszeichen. Das ist ein Zeichen für Lebenszeichen. Der Bigfoot-Dieb, das Alter, gibt's ja gar nicht. Bigfoot-Schaden 30, 50, Anzahl der Schüsse 4 und 7, hä? Sanitätskästengebrauch 1, 1. Da stimmt aber irgendwas nicht. Das ist ja ganz, ganz merkwürdig. Das ist ja, Alter. Alter, wir haben ihn... Er ist einfach in die Falle rein. Er ist einfach umgekippt. Ja, also, da musste man ja nicht mal mehr jagen. Und wir hatten noch Salamis übrig. Ich nicht, ich hab doch, ich hatte auch noch eine Salami. Nee, ich habe meine gerade gegessen. Ach stimmt, du hast ja deine gerade gegessen. Ich hätte meine noch für einen Urlaub jetzt, wenn wir jetzt eine lange Fahrt machen irgendwie. Aber wer ist eigentlich dieser Kreis Ferkel? Weißt du, wer ist das? Kreis Ferkel. Das Kreis Ferkel. Das Kreis Ferkeln, das ist so eine Sexualpraktik. Dafür braucht man einen großnahrigen Mann mit leuchtenden Augen. Alter. Und zwei Leute mit dem Schießgewehr. Wir haben es geschafft.
Boah, die Leute wissen ja gar nicht, was dahinter steckt, weißt du? Bei 137 Grad, 40 Stunden hier sitzen und den Bigfoot jagen. Ich wünschte, wir hätten die Temperaturen aus dem Spiel im echten Leben gehabt. Ja, das wäre schön. Ich meine, Kreis ist ja ein Edelmann, der kann eine Klima genießen, aber ich, Alter... Goldenen Eiswürfel. Ich verdiene über den Sommer, das wissen viele Menschen nicht, aber ich verdiene Geld über den Sommer, indem Heißluft aus Klimageräten in mein Zimmer abgepumpt wird, ja? So verdiene ich Geld, ich biete es hier der Nachbarschaft an. Ich sage immer, hey, für einen kleinen Aufpreis könnt ihr eure Schmodderluft, eure Wärme, in mein Büro pumpen. Ich nehme diese Last auf mich für 50 Cent die Stunde. So verdiene ich Geld im Sommer. Der dann lacht. Sitzt er mit seinen Kumpels immer in seinem Zimmer und sagt, oh nein, oh, Frank arbeitet heute wieder. Oh, Leute. Es ist so. Ich kriege diese ganzen Schmoddergase aus der Nachbarschaft in mein Büro geleitet, damit ich hier die Stromrechnung bezahlen kann. Denn das ist am Limit. Strom ist am Limit, Freunde. Strom ist am Limit. Das ist ein Edelgut. Das kannst du mit Gold aufwiegen, ey. Ist wirklich so. Besonders im Sommer, da braucht der PC 100% mehr. Naja, aber wir haben ihn krass erlegt, nochmal ein paar Schüsse reingesetzt. Kann natürlich sein, dass der Patch uns jetzt so ein bisschen geholfen hat, ne? Aber eigentlich war trotzdem unsere Jagd einfach perfekt. Aber wir hätten es auch ohne Patch geschafft. Ja, klar. Wir waren krass vorbereitet. Ich hatte noch eine Salami, die hätten wir uns teilen können, von Arsch zu Arsch. Hätten wir die altbekannte Schweizer Salamikette gemacht, die kennt jeder. Jeder beißt mal ab von der Seite. Ja. Wir hätten es geschafft, wir hätten es so oder so geschafft. Zur Not hätte ich nur noch ein, zwei versteckte Maiskolben gehabt. Ich habe auch noch ein bisschen was versteckt. Unter der Hütte. Meth und Leona. Wenn die Salami alle ist, muss die Leona herhalten, weißt du? Die Leona bei uns im Ruhrpott heißt es Mortadella. Zweck entzweckelt wie die Fleischwurst im Frauenknast. Oh, das waren noch alte Zeiten. Aber irgendwie stimmt diese Statistik nicht ganz. Nee, egal. Der Bastard ist tot. Quantums Mutter kann keinen Schaden mehr anrichten. Die Welt ist ein besserer Ort, dank uns. Oh ja. Gut, dann war's das mit Finding Bigfoot, das nur noch Bigfoot heißt. Und vielleicht kommt hier irgendwann noch eine neue Karte in 2 Jahren. Dann Update geht's wieder los. 3.0, ja, in einem Jahr ungefähr. Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Gibt's neue Folgen. Drückt Bewertungen raus. Wir sind die Ersten, die ihn gefangen haben. Die allerersten. Lasst es Likes regnen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss. Wiedersehen.